Hallo ihr Lieben, ich bin die Rorania und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr auf einfachem, schnellen und sicheren Weg CC installiert, ganze Sims installiert und auch ganze Häuser installiert, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass da viele Menschen echt Probleme haben mit, das richtig hinzukriegen oder zu verstehen. Falls ihr Fragen habt, gerne was unten in den Kommentaren hinterlassen. Alles, was ich heute verwende, werde ich auch in meinen Links unten reinsetzen. Und vorweg würde ich mich total freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben setzt, um einfach ein Dankeschön zu zeigen. Und über ein kostenloses Abo würde ich mich auch riesig freuen, weil damit unterstützt ihr meine Arbeit, damit ich weitermachen kann und es werden auch weiter solche Videos folgen. Ich will immer versuchen, euch kurz und schnell Dinge zu erklären, damit ihr auf den Punkt gebracht die Dinge sofort umsetzen könnt, ohne dass ihr lange Videos schauen müsst. Los geht's! Wir starten mit meiner absoluten Lieblingsseite und das ist The Sims Resource. Ich bin dort auch VIP, aber das müsst ihr nicht sein. Und ich suche mir jetzt erstmal random etwas aus, was ich für uns runterladen werde. Ich habe mich jetzt für dieses Top hier entschieden. Wenn ihr dann runtergeht, dann könnt ihr hier erstmal auf Description gehen und sehen, was benötigt ist, etc. Und dann geht ihr hier oben auf Download. Dann seht ihr, wie es hier unten runtergeladen wird. Ich klicke dann immer hier auf den Pfeil und drücke auf Ordner anzeigen. Dann habe ich direkt das Top da. Ihr könnt aber auch gucken, wo ihr es runterladet. Also bei mir ist es so, wenn ich auf dieser PC gehe und dann auf Downloads, dann ist es da zu sehen. Dann geht ihr auf dieser PC, Dokumente, Electronic Arts, Die Sims 4. Ihr habt immer einen Ordner, der heißt Mods. Normalerweise ist der leer, bei mir nicht, weil ich CC-süchtig bin. Ich gehe also auf Mods. Und bei mir ist es so, wenn ihr diesen Ordner euch jetzt anguckt, ich habe in diesem Mods-Ordner noch Ordner gemacht. Und zwar ist in meinem einen Ordner die Accessoires, im nächsten Bad, also ich habe alles auf Englisch gemacht, Kleidung, Gameplay. In meinem Gameplay-Mod sind die ganzen Spiele-Mods drin, die ich habe, Haare, Make-up. Also ich habe so Unterkategorien gemacht, damit ich später gewisse Sachen wiederfinden kann. Das heißt, da das ja jetzt ein Oberteil ist, würde ich dieses Oberteil jetzt in Clothes, also Kleidung, schieben. Fertig. Wichtig ist, wenn ihr jetzt in diesen Ordner geht, dass ihr da nicht noch mehr Unterordner macht, weil das findet das Spiel nicht. Also ihr könnt eine Ordnung machen, dass ihr sagt, ich kategorisiere das, damit ich später besser meine Sachen wiederfinde, aber nicht, wenn ihr jetzt einen Kleidungsordner macht, noch einen Ordner drunter zu packen. Das kann das Spiel später nicht finden. Jetzt zeige ich euch, wie man ganze Sims oder Häuser runterlädt. Dafür geht ihr hier auf Downloads und dann geht ihr auf Sims und dann suche ich mir einfach mal diesen wunderschönen Herrn hier aus. Gehe hier auf Rechtsklick, in einem neuen Tab öffnen und gucke ihn mir an. Wenn er euch gefällt, dann klickt ihr wieder hier auf Download und bei Sims Resource ist das Tolle, dass er dir alles anzeigt, was du jetzt runterladen musst, damit dieser Sim in deinem Spiel komplett funktioniert und du auch alles an Kleidung, Hauttöne etc. hast. Du drückst also jetzt hier, dann siehst du hier unten steht External Items, das sind also zum Beispiel die Wimpern. Die müsstest du mit Rechtsklick in einem neuen Tab öffnen und die musst du dann nochmal extra runterladen. Drückst du hier wieder auf Download, dann siehst du, wie es wieder hier unten runterlädt. Dann drücke ich hier auch auf Download, muss einen Moment warten, weil es eine große Datei ist. Und jetzt seht ihr, wie es hier unten auch wieder runtergeladen wird. Last but not least suchen wir uns noch ein Haus aus. Dafür gehe ich dann auch wieder auf Downloads und auf Lots. Und hier seht ihr dann komplette Häuser. Jetzt suche ich mir wieder etwas aus, was mir gefällt. Wie wäre denn mal sowas Imposantes? Ein Pearl Palace von meiner lieben Virtual Fairy Tales. Gut, dies werden wir auch nochmal runterladen. Dafür geht ihr auch wieder auf Download und seht, wie das hier runtergeladen wird. Dann gehen wir wieder in den Ordner. Und da das hier der Downloads-Ordner ist, ziehe ich diese Sachen immer in einen
Extra-Ordner hier auf meinem Desktop, damit ich die Sachen entpacken kann. Und nun seht ihr ja, dass das so ein Schloss vorhat. Und zwar gibt es Dateien, wenn die so groß sind und mehrere Sachen enthalten, dann müsst ihr die entpacken. Es gibt dafür verschiedene Programme, WinRAR und 7-Zip, die werde ich euch auch nochmal unten verlinken. Manche kosten Geld, manche nicht, da müsst ihr euch mal schlau machen. Wenn ihr die habt, ihr müsst diese Dateien entpacken. Wir fangen jetzt mal mit dem Haus an. Ich gehe auf den Rechtsklick und drücke auf Hier entpacken. Dann seht ihr, dass die Datei sich entpackt hat. Das Wichtige ist, bei ganzen Sims und bei ganzen Häusern geht ihr auch wieder auf Dokumente, Electronic Arts und Sims 4, aber ihr schiebt es nicht in den Mods-Ordner, sondern ihr seht, dass die Codierung eine ganz andere ist. Ihr habt hier immer so eine 0x000 Codierung. Wenn ihr sowas habt mit diesen Nullen und diesem X, dann gehört das in den Tray-Ordner. Den habt ihr nämlich auch. Und da seht ihr, da kommen nur Sachen rein, wo diese Null-Geschichten sind. Das heißt, ihr zieht jetzt diese Sachen alle in euren Tray-Ordner. Dann löschen wir das. Und das machen wir mit dem Sim genauso. Wir entpacken die wieder. Und dann seht ihr, dass ihr hier oben wieder ein paar Dateien habt, die diese Nullen haben. Nur diese Nuller-Sachen kommen in den Tray-Ordner. Der Rest an Sachen kommt wieder in den Mods-Ordner. Und dann gucke ich natürlich, meistens steht hier dabei, was das ist. Dann schiebe ich das wieder in die passenden Sachen. Zum Beispiel der Bart kommt wieder in den Bart. Und Tanktops kommen zu Kleidung. Haare kommt zu Haaren. Gut, ich habe es alles verteilt. Jetzt werde ich die Wimpern auch noch mal rausnehmen. Öffnen und die kommen dann zu Lashes. Wenn ihr manche Dateien habt ihr dann irgendwann schon, aber dann drückt ihr einfach auf im Ziel ersetzen. Und genauso ist es auch mit Mods. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir nehmen jetzt hier einen Little Miss Sam Mod. Die liebe ich einfach. Nehmt einen, wo man zum Beispiel Powernapping und Sofas machen kann. Den ladet ihr dann auch runter. Hier auf Herunterladen, direkt herunterladen. Dann habt ihr hier wieder eine große Datei. Zieht die in euren Downloads-Ordner. Entpackt ihn. Dann könnt ihr diese Datei hier immer löschen, weil die braucht ihr nicht mehr. Und packt ihn wieder, ganz wichtig, in den Mods-Ordner. Und da mache ich ihn in Gameplay, weil hier sind meine ganzen Mods drin, die ich für... Ja, die fürs Gameplay sind. Das heißt, wenn ein neues Update von Sims kommt, ganz wichtig, immer den Gameplay-Ordner rausnehmen, komplett rausnehmen, packt den hier auf den Desktop, weil gewisse Dinge müssen dann immer aktualisiert werden an Mods, sonst funktioniert euer Spiel nicht mehr. Also nehmt immer den Gameplay-Ordner raus, installiert Stück für Stück die Mods neu, damit die funktionieren. Dann packt ihr das in den Gameplay-Ordner. Wenn ihr alles soweit aktualisiert habt, packt ihr den Gameplay-Ordner wieder in den Mods-Ordner rein und startet euer Spiel wieder. Dann funktioniert nämlich auch alles. Nur wenn Sims 4 ein Update macht, dann funktionieren ganz viele Mods nicht mehr, weil die nicht auf dem neuesten Stand sind. Deswegen ist es so praktisch, wenn ihr einen wirklich nur Spiele-Gameplay-Ordner euch erstellt, damit ihr den jederzeit rausnehmen könnt. Das CC funktioniert immer, also die Kleidung, die Sims etc. Die funktionieren, egal wie viele Updates Sims macht. Aber die Gameplay-Sachen, die euer Spiel verändern, wie Slice of Life-Mod, Miscarriage-Mod, diese ganzen berühmten Mods, die man so benutzt, die funktionieren dann oft nicht mehr. Die müssen dann aktualisiert werden. Das seht ihr aber auch. Wenn ihr dann auf deren Seite seid, steht da auch neues Update. Also hier seht ihr zum Beispiel, der wurde seit 2018 nicht mehr erneuert, weil es nicht sein muss. Aber gewisse Mod-Updates gibt es, wie ihr hier seht. Und die, wenn ihr die im Spiel habt, müsst ihr sie aktualisieren. Ladet sie runter, entpackt sie, zieht sie wieder in den Mods-Ordner, drückt auf Ersetzen und dann ist er wieder auf dem neuesten Stand. So, ich würde sagen, genug geredet. Jetzt starten wir das Spiel und gucken uns unsere neuen Sachen mal an. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt zuerst mal das neue Top an, was ich runtergeladen habe. Am besten geht ihr dann hier oben drauf, dann auf Inhalt
und auf benutzerdefinierte Inhalte, weil dann wird euch auch nur das angezeigt an CC, was ihr runtergeladen habt. Dann suche ich jetzt eben mal meinen Top. Wie ihr seht, habe ich schon sehr viel an Sachen. Da ist es. Ich finde es richtig schön. Wäre auch etwas, was ich privat, glaube ich, auch anziehen würde. Also nicht so kurz, aber sieht toll aus. Wenn euch die Sachen nicht gefallen oder fehlerhaft sind, verlinke ich euch oben jetzt in meiner Infokarte einmal ein Video, wie ihr CC löschen könnt, was euch nicht gefällt. Und dann gehen wir hier auf Galerie, meine Bibliothek. Und ganz wichtig ist, weil es ja CC-Sachen sind, müsst ihr benutzerdefinierte Inhalte einbeziehen, anklicken. Und da ist er schon. Dann gehen wir hier unten auf Haushalt platzieren. Ja, wir wollen ihn ersetzen. Und da ist unser Sneaker her. Wow, guckt euch diese krassen Gesichtsausdrücke an. Ich bin begeistert. Und dann seht ihr auch, dass er auch die kompletten Klamotten, ja, alles ist dabei. Obwohl ich das echt grausam finde. Ja, dann drücken wir einfach mal auf Spielen und platzieren ihn. Und dann werden wir jetzt noch das Neue, was wir uns runtergeladen haben. Hier ist es nämlich. Wir können nämlich dann auch hier auf Grundstücke gehen, dann finden wir die Sachen einfacher. Und da ist es. Pearl Palace. Klicken auf Grundstück platzieren. Dann müsst ihr immer gucken nach so einem grünen Ding. Das zeigt euch dann an, dass es passt. Und dann nehmen wir es natürlich möbliert. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, da habt ihr es jetzt im Spiel. Ihr müsst dann natürlich noch einstellen, was es sein soll und so weiter. Aber guckt euch mal bitte dieses unglaublich schöne Haus an. Da hat sie sich wieder selbst übertroffen. Ja, damit habt ihr es platziert. Und so, das ist eigentlich der ganze Spuk. Ich hinterlasse euch nochmal einen Tipp. Das ist nochmal eine andere Seite, wo ich gerne runterlade. Es ist nicht immer so einfach wie bei The Sims Resource, weil es gibt Sachen, da steht unten zwar Download und ihr ladet das auch runter, aber es steht, dass ihr das Original-Mesh braucht. Wenn das da steht, dann ist da drunter auch immer ein Link. Das heißt, es gibt gewisse Haare, Klamotten etc. Da braucht ihr die Originaldatei. Das heißt, wenn ihr nicht das originale Mesh runterlädt vorher, wird euch dieses nicht angezeigt oder fehlerhaft angezeigt. Das heißt, wenn ihr unten auf Download drückt, guckt immer, ob da irgendwo noch steht, dass ihr ein anderes Mesh braucht. Sonst wird es nicht funktionieren. Mittlerweile haben die meisten es aber so, dass du, wenn du etwas runterlädst, auch schon das originale Mesh mit runterlädst. Das ist nur mein letzter Tipp. Lest genau, macht euch genau Gedanken, guckt genau hin und dann steht auch dem nichts mehr im Wege. Wenn ihr die Schritte so durchzieht, wie ich sie euch jetzt gezeigt habe, dann werdet ihr wie hier so tolle Dinge sehen. So. Und das war eigentlich auch nur der ganze Spuk. Und ich hoffe, ihr habt es gut verstehen können. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Installieren, beim Ausprobieren und freue mich aufs nächste Mal. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch ermärmelt. Eure Rania. Ciao.